Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super. Nein, Splatoon 2. Junge, Splatoon 2 online. Heute wieder mit einem Rangkampfmodus. Operation Goldfisch. Im Arowana Center. Ist natürlich schon bekannt von der Wii U. Und heute spielen wir diesen schrecklichen Modus. Operation Goldfisch. Ist nämlich nicht mein Lieblingsmodus. Die es in meinem Stream gesehen haben, es lief immer wieder schlecht. Ach komm schon! Ihr müsst die Kanone erst freisprengen, also die Goldfischkanone. Dann muss sie einer von eurem Team am besten einsammeln und sie bis zu dem gegnerischen Zylinder. Na, ist es ein Zylinder? Eigentlich nicht. Verreck doch. Da müsst ihr den zum gegnerischen Zylinder bringen und drauf eine, ich sag mal, Stampfattacke machen. Dann wird sie eingelocht und, ach komm schon, saurer Regen. Das versau ich dir jetzt schön. Boah! Ach komm schon! Ja, die Explosion kann er natürlich auch töten. Ich mag den Modus einfach überhaupt nicht. Ja, was soll man machen? Zeigen muss ich ihn natürlich euch trotzdem noch. Ja, ich spiele das hier mal wieder mit dem NZ85. So, habt ihr die Goldfischkanone? Ich habe sie mir jetzt extra mal genommen. Könnt ihr so einen Superball, ja, formen und dann abschießen. Der ist halt insane stark. Am besten auch einmal unter euch platzieren. Das kann eigentlich helfen. Ich habe es jetzt auch dazu gebracht, dass wir um einen Punkt im Vorteil sind. Und mein Team ist heute gar nicht so schlecht. Ich muss echt sagen, ich schieb's nicht auf mein Team, dass ich hier oft verloren habe, weil ich muss halt selber sagen, dass ich oft richtig schlecht bin. Einfach nur, weil es nicht mein Lieblingsmodus ist. Deswegen bin ich hier auch noch B-. Junge, und vor allem, wenn hier jemand mit dem Bannenswapper reingeht, ich könnte da kotzen. Wird die Goldfischkanone 20 oder 30 Sekunden lang, glaube ich, nicht aufgesammelt, dann habt ihr ein Problem. Dann wird sie... Ach, komm schon. Was? Von was denn die ganze Zeit? Dann, ja, wir haben verloren. Dann wird sie despawnen. Außer wir schaffen das jetzt noch irgendwie... Ja, tatsächlich. Ich lebe sogar noch. Das Wichtigste ist, hier wieder wegzukommen. Also erstmal weg von unserem Ding. Aber hilft mir natürlich keiner, dann ist es sehr, sehr schwer. Meistens ist es besser, wenn ihr eine hohe Platzierung haben wollt, wenn ihr sie gar nicht erst nehmt. Verstehe ich nicht wieso, aber das müsst ihr auch nicht verstehen. Ich war so oft Letzter, wo ich gefühlt alles gemacht habe. Hol sie dir. Hol sie dir doch. Jetzt hab ich den Dreck wieder. Die mit dem scheiß Wannenswapper, wirklich. Ich hasse es einfach.
Es gibt keine schlimmere Waffe in diesem Spiel. Na doch, gibt es den 3R-Swapper, manche Klecksroller. Ja, komm, pfeif ab. Pfeif einfach ab. Nö, es gibt eine Verlängerung. Weil die sie aktuell haben, glaube ich. Ne, wir hatten die gerade. Kann man denn das sehen? Ja, sie haben die. Das ist natürlich abgrundtief scheiße. Okay, aber weil wir sie gestoppt haben, endet es. Und wir haben hier sogar mal einen Sieg. Knapp, aber ist ein Sieg. Neun Kills. Seht ihr, ich habe voll viel gemacht und bin letzter. Ergibt keinen Sinn. Oh, Stufe 21. Leute, jetzt habe ich meinen Controller gesucht. Im Korallenviertel geht es weiter. Ist das nicht so eine richtige Drecksmap für den Modus? Ja, ich glaube schon. Alles klar. Aber ich habe jetzt selber schon mal gesagt, der Quastel ist nice. Entweder wir werden jetzt richtig schnell ge-KO'd oder es passiert noch ein Wunder. Ich denke mal von einem richtig schnellen KO. Ja, also ich denke mal, dass es das werden wird. Einfach nur, weil die Map halt scheiße ist und ich auf der nicht klarkomme. Ja, vielleicht auch, weil sie gut spielen. Aber ich denke mal, ich habe gut dazu beigetragen, dass das hier jetzt nicht vorbei ist. Deswegen kann ich ruhig die Goldfischkanone für mich beanspruchen. Renn nicht zu weit weg. What? Ach komm schon. Jetzt mach doch nicht wieder diesen und komm jetzt so schnell wieder her. Scheißegal erstmal. Es ist egal, was ich mache. In diesem Modus werde ich so gut wie immer betrogen. Lieber auf den mit der Goldfischkanone aufpassen. Das kann nämlich viel, viel hilfreicher sein. Was macht er denn dort unten? Okay, kein Problem. Er hat sie weit gebracht, das ist... Ach, scheiße. Ach Mist. Ja, genau. Es ist so lächerlich. Mann. Das hätte for real was werden können. Aber die Coolkugel war halt äußerst schlau platziert. Alles klar? Wie viele Hits habe ich ihm denn gegeben und er ist nicht gestorben? Mann! Ich, Mann. Ja, der Modus ist sehr, sehr stressig.
Wie bescheiden liegen die da? Und ich muss auch echt sagen, ich finde die Goldfischkanone echt unhandlich. Also ich finde es sau schwer mit der zu spielen. Warum kommt mir keiner helfen? Ich kann es nicht nachvollziehen. Helf doch dem mit der Goldfischkanone. Ja, die machen es viel besser. Die machen das einfach 100-mal besser. Muss man einfach sagen. Guck's das an. Ja, wenigstens habe ich sie jetzt nochmal gestoppt. Es kommt wieder eine Verlängerung. Nee, doch nicht. Ja, verloren. Bin wahrscheinlich wieder Letzter. Egal, wie viel ich gemacht habe. Das Bewertungssystem ist nämlich in dem Spiel absoluter Dreck. Nicht sogar immer Zweiter. Krass. Will sich nämlich noch retten. Na gut, sehen wir uns gleich in der nächsten und letzten Runde. Wenigstens war es kein schneller K.O. Och nee. Das ist doch zum Verlieren verurteilt auf der Map. Ja, na klar. Alles klar, wo kommt denn der her? Mhm. Flexroller. Ja, mein Team führt. Jetzt pfeif ab. Natürlich nicht. Ist ja logisch. Erstmal kurz aufhalten. Hä, was machen die denn? Okay, ich helfe dir. Ich hatte noch nie eine Chance gegen den Wandswepper, oder? Habe ich jemals einen Wandswepper getötet? Kann jemand... Hat jemand Lust, ein Video zu machen und mir zu... Und alle Kills gegen mich von dem Bandswapper reinzuschneiden. Ich weiß, das hat grammatikalisch absolut keinen Sinn ergeben, aber das muss es vielleicht auch gar nicht. Also kann jemand ein Video machen mit allen Kills an mich, also nicht für mich, sondern an mich von dem Bandswapper oder drei Airswapper, ist mir egal. Könnt ihr auch machen. Ich habe halt absolut keine Tinte mehr. Aber wir haben tatsächlich gewonnen. Per K.O. Gut. Schöner Sieg. Auch wenn ich fast gar nichts dafür geleistet habe. Wahrscheinlich trotzdem irgendwie Erster oder sowas. Oder ist wirklich mal fair geworden? Ja, scheinbar. Gut, dann bedanke ich mich ja auf jeden Fall recht herzlich für eure Aufmerksamkeit dieses Parts von Let's Play Splatoon 2 Online. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Part. Tschüss. Bis dann.